Schön, dass ich euch wieder hier am Feuer begrüßen darf und dass ich euch die Saga vom Banner weiter mitteilen darf. Unsere Aufgabe ist es, also das ist ja Saga, also da kommen ein paar Leute und wir sollen sie am Hafen aufhalten, weil hier haben die den Putsch versucht, wir haben den Putsch verhindert, Leute getötet, wir spielen Riesen, das sind Menschen, die Sonne ist stehen geblieben, es ist ein bisschen viel. Aber wir schauen einfach mal, was passiert. Ich wäre ein 1A-Geschichtenerzähler. Wagnir. Das sind übrigens wir, der gute Ubin. Ein vertrauter Wal, das sind die Riesen mit den Widderhörnern, betritt die Docks. Du erinnerst dich an eine viel jüngere Version, die zielstrebig durch die Hallen von Grofheim marschiert ist. Wagnir. Götter, Ubin, du siehst ja antik aus. Das kommt vom Alter. Und wo Wagnir ist, kann Harkon nicht weit sein. Ach nein? Presst du den Armen und Dummen immer noch Tribut ab, alter Ojox? In welchem Alter verliert man eigentlich sein Schamgefühl? Je runder verlangt ist, mir ist es lieber, als in Großheim zu versauern. Wo wir davon reden, ich wusste nicht, dass du so weit von zu Hause weg bist. Ich bin eigentlich gerade aus Arberang zurückgekehrt. Und froh darüber. Harkon deutet auf die anderen Schiffe in der Bucht. Deren Segel noch flattern. Ein goldener Wolfskopf auf rotem Grund. Der König der Menschen oder ein Stellvertreter. Der Welpe des Königs. Entschuldigung. Der Welpe des Königs. Der Sohn des Königs, Ludin. Weißt du nicht, Schreiber? Wir besuchen seine Hauptstadt. Er besucht unsere. So schmiedet man heutzutage Bündnisse. Was für eine verdammte Zeitverschwendung. Ja, Harkon hat recht. Hatte ich fast vergessen. Gut, dass du hier bist, Harkon. Dann geht ihr zurück nach Grofheim. Ich habe das deutliche Gefühl, dass ich in Strand fertig bin. Ich habe das deutliche Gefühl, dass ich in Strand. Achso, ja, der Ort heißt der Strand. Und selbst dorthin unterwegs bin. Wir sollten uns zusammentun. Sollten wir. Einen Tag noch. Unter besseren Umständen würde ich eine Woche feiern, aber ach, bringen wir es hinter uns. Treffen wir uns morgen an den Toren. Er versucht zu sagen, dass der Prinz eine Augenweide ist. Wo ist Mokre? Harkon, lass ihn einen Ort suchen, in dem er die Krieger unterbringen kann. Ich treffe mich mit dem Statthalter. Kurz nach ihm geht eine Gruppe Riesen. Einige erkennst du, andere sind dir fremd. Ich gehe dann mal Mokra suchen. Wir sehen uns morgen früh, Schreiber. Ich werde da sein. Der junge Prinz der Menschen schlendert von seinem Schiff. Er klopft sich die Tunika ab und überblickt mit halb geschlossenen Augen den Strand. Ludin sieht genau aus wie jemand, der als Kind gerne Spinnen die Beine ausgerissen hat. Der lange Weg zurück nach Grofheim dürfte dieses Jahr interessanter werden als sonst, überlegst du. Ich bin mal gespannt, wie der junge Prinz so ist. Plötzlich fühlst du dich müde. Du kicherst darüber, wie seltsam der Tag war. Einer der Männer des Statthalters in der großen Halle könnte dir einen Schlafplatz suchen. Andererseits, wenn du morgen zu Wagnirs Karawane stößt, kann es nicht schaden, noch etwas mit Harkon zu trinken oder dich dem Prinzen vorzustellen, von dem in so hohen Tönen gesprochen wird. Also jetzt können wir es uns aussuchen. Markiere mit L oder LB und RB ein Redesymbol und drücke dann A, um mit dem Helden zu sprechen, okay? Dann sprechen wir mal mit Harkon. Schreiber! Du findest Harkon umgeben von anderen Wahl in der Mädchen. Es gibt immer Wahl im Strand, aber selten zu viele. Harkon winkt dich herüber. Na, gleich an die Getränke? Wagnir ist derjenige, der sich was zu trinken entgehen lassen wollte. Ich war sowieso nicht in die Halle des Statthalters eingeladen. Das Massaker hast du schon versäumt. Ich gehe jedes Jahr herum und ziehe Steuern ein. Jedes Jahr sind es die Menschensiedlungen, die Schwierigkeiten machen. Kein Wunder, was war es denn diesmal? Als ich herkam, stapelten sich in der großen Halle schon die Leichen. Wir haben noch ein paar hinzugefügt.
Ha, Menschen. Vermutlich wäre ich auch verzweifelt bemüht, was aus mir zu machen, wenn mein Leben so kurz wäre wie ein Joxfurz. Es ist nie so spät für den ersten Schritt, Hakon. Hakon kichert verhalten. Jeder Wal kennt seine Taten auswendig. Er ist berühmt für die Schneisen, die er im Zweiten Krieg an Wokniers Seite und seitdem immer wieder in die Reihen der Wüter geschlagen hat. Hier unten bin ich ein verehrter Leibwächter. Vielleicht hast du recht. Ein weiterer Grund, nach Grofheim zurückzukehren. Bald genug, kann ich mir denken. Du trinkst, bis die Mädchen erdrückend wird und gehst dann wieder in die frische Luft. Haben wir durch diese Entscheidung jetzt das andere Gespräch verloren oder nicht? Nein? Wir können in die Halle. Na, machen wir erstmal die Gespräche. Und ich muss niesen, bitte nicht erschrecken. Ach, verzeiht. Bugi, bin ich hier richtig? Du findest den Prinzen in einem Gasthaus. Wachen umstellen das Gebäude, darunter auch ein Wal mit scharfem Blick, der offenbar für Ludin arbeitet. Eine Frau in Rot winkt dich schließlich herüber und bleibt mit verschränkten Armen in der Nähe stehen. Meinen Gruß, Prinz Ludin. Ach, sieht er aus. Ja, und du gehörst zu Wognir? Ich erinnere mich nicht an dich. Er sieht schon so extrem arrogant aus, es tut mir leid. Eigentlich nicht. Ich kenne Wognir schon lange. Ich begleite euch mit meinen Wachen zurück nach Grofheim. Ludin blickt zum ersten Mal auf. Die Frau reagiert nicht. Warum? Ich arbeite für den König. Ich bringe den 10. die Hauptstadt. Wir haben uns zufällig getroffen. Oh, ein Steuereintreiber. Gute Gesellschaft. Was willst du? Ich wollte mich nur vorstellen. Ich wollte mehr über dich erfahren. Ich bin Freizeithistoriker. Das ist gut. Nein, aber ich wollte mich ihm ja nur vorstellen. Du ziehst Steuern in den Wald-Territorien ein? Welch ein Vergnügen. Ja. Ein unbehagliches Schweigen breitet sich aus. Du nimmst die Gelegenheit wahr und verabschiedest dich. Oh, der Kerl ist mir unsympathisch irgendwie. Das wird noch ganz schön Ärger geben, glaube ich, auf dieser Reise. So, das Einzige, was jetzt noch übrig ist, ist die Halle. Mit Neonschrift. Morgens wirst du von einer Güterlieferung geweckt. Jedenfalls gehst du davon aus, dass es morgen ist. Schwer zu sagen, wenn sich die Sonne nicht bewegt. Das Wappen des Statthalters ziert die gelieferten Leder. Es ist alles da wie versprochen, zu deiner milden Überraschung. Du fragst dich, ob Eirik da die Finger im Spiel hatte. Plus 20 Ansehen. Deine Wachen bringen den Schatzwagen runter zu den Toren. Wognir ist bereits dort. Kurz darauf erscheinen Ludin und seine Männer, erschöpft und derangiert. Mogre tritt vor. Wognirs Quartiermeister, wenn du dich recht entsinnst. Also zuständig für diesen schwerfälligen Kriegertrupp. Du kennst ihn nur noch vom Sehen. Er fragt, ob du startklar bist. Du folgst Mokro und stößt zu den anderen. Üblicherweise reichen die kleinen Türen aus, die in die großen Tore eingelassen sind. Doch die Stadtwachen wurden beauftragt, die Tore komplett zu öffnen. Sie murmeln dabei Dinge, die besser ungehört bleiben. Vielleicht hat der Statthalter erwartet, dass ihr viel Publikum anzieht. Aber du siehst nur müde, frustrierte Leute. Der Anblick ist bezeichnend für Strand, findest du. Nun ja, wenn die Sonne sich nicht mehr bewegt, nur noch die Sonne scheint, wäre ich auch mürrisch und müde. Ah ja. Kämpfer 85, 366 Wahl. Da ist unser Banner. Ein ganz schön langes Banner. Also wir können jetzt nichts machen, das läuft jetzt alles automatisch ab. Ah ja. Die Karawane macht für den Tag Halt. Ein Geschenk, sagt Mokro und öffnet ein paar Mähfässer. Von unserem dankbaren Freund, dem Statthalter von Strand.
Es vergehen einige Stunden voll rauen Gelächters, während der Met im Lager die Runde macht. Auf Wognir. Ja, auf Wognir. Du hebst dein Gefäß und bringst einen Trinkspruch auf das Bündnis von Wal und Menschen aus. Die anderen fallen ein. Ludins Gesicht wirkt wie eine Steinmauer, aber die anderen lachen über deine Übertreibung. Schließlich setzt du dich zu Wognir. Mit Wognir plaudern. Und danke für deine Ansprache, lallt Wognir. Du musst also doch nicht zurückstehen. Mokre sei Dank. Ich dachte, der verdammte Statthalter hält nie mehr den Mund. Hat er seine gesamte Familiengeschichte zum Besten gegeben? Er hat es versucht. Dann sollte ich seinen Saustall aufräumen. Deinetwegen, wie sich zeigte. Ich hätte dir die Aufgabe auch übertragen. Götter, die Politik ist freudlos. Wo wir davon sprechen. Was passiert denn nach dieser Angelegenheit mit Ludin? Hoffentlich kehrt der Junge nach Aberrang zurück, alleine. Und ich kann etwas Frust an den Wütern oder so austoben. Du klingst schon wie Hakon. Du magst das Diplomatenleben wohl nicht. Haha, fehlt dir das Kämpfen nicht, Ubin? Du trinkst deinen Met, statt zu antworten. Wognir lässt sich hängen und schüttelt den Kopf. Wiedertöten macht keinen großen Spaß, aber dies... Ich vermute, dass dieser Unfug irgendeine Intrige der beiden Könige ist, um eine Art Erblinge zu schmieden. Früher sind einem die Krieger der Taten wegen gefolgt. Folgen sie dir nicht wegen deiner Taten? Tun sie es deswegen? Oder weil ich der Nächste in der Linie bin? Diese Linien werden trüber, alter Wahl. Sie waren schon immer trüber, Wognir. Wognir starrt gedankenverloren ins Feuer und überlässt ihn seinen Überlegungen. Du erhebst dich schweren Schädels. Das Lager ist von der Verlustigung gezeichnet. Mokre tritt bereits Krieger wach und du siehst Ludin auf dich zustampfen. Dabei umkurvt er Schlafende. Wach besser auf, du knuffst Wognir. Dein Typ ist gefragt. Wir haben 85 Menschen und über 300 Riesen. Wow. Ah, Ludin, stets ein Vergnügen. Du siehst gut erholt aus. Wognir gähnt verhalten und erntet dafür einen strengen Blick. Wie lange bis Krofheim? Ha, wir sind erst 2 Tagesreisen vom Strand fort, weißt du? Komm, ich zeige es dir auf einer Karte. Ich bin mal gespannt. Weltkarte. Schwenke mit Erbe die Karte, also mit rechts über die Karte mit LT und R. Ach du Scheiße, kannst du zoomen? Ein Porträtsymbol zeigt dir, wo deine Karawane sich gerade befindet. Um mehr über diese Orte zu erfahren, kannst du sie entweder mit L und A oder L und B auswählen. Wenn du fertig bist, drücke OK. What? Ach du Scheiße. Also da ist Strand. Diesen ganzen Weg wollen wir gehen. Und wo ist Einatov? Ach du Scheiße. Wie heißt nochmal unsere Hauptstadt? Ah. Okay, das ist die Weltkarte. Das heißt ja nicht, dass man hier überall hinkommt. Aber es ist schon beeindruckend. Ach, schaut mal da. Das sind sogar so Erklärungen. Wow. Also wir befinden uns jetzt, also Wettrefall ist irgendwie hier in der Nähe. Wir sind jetzt auf der Karlsfjord. Oder? Wir sind auf dem Weg zur Wanderstraße. Naja, egal. Schauen wir einfach mal, was die Reise uns bringt. Wir ziehen nach Norden und dann nach Osten, jenseits der Forts.
Grofheim liegt weit vom Strand entfernt. Das wird ein langer Marsch. Du hättest gestern Abend trinken sollen, Ludin. Ach schon, das ist ja wieder da über Hakon. Du hättest gestern Abend trinken sollen, Ludin. Warum fahren wir nicht mit den Schiffen nach Skrimirstad? Wieso laufen wir? Die Silbersteinbucht wird nicht ohne Grund so genannt. Sie ist ganzjährig von Eis bedeckt. Das würde unsere Langschiffe zermalmen. Wie schade, wir hätten dir alle Wunder von Skrimirstad zeigen können. Eine halbversunkene Stadt voller Wüter, Prinz. Wüter und Kletcher. Magst du Kletcher? Ludin atmet durch die Nase aus, um seine Verachtung notdürftig zu verbergen. Er dreht sich um, schlägt die Zeltklappen zur Seite und bellt seiner entfernten Kompanie etwas zu. Nicht im Ameisenhaufen stochern, Vognir. Er scheint nicht glücklicher als du darüber, dass er hier ist. Verbring noch ein paar Tage mit dem jungen alter Freund, dann suchst du auch nach einer hohen Klippe, von der du springen kannst. Ludins Docht ist kürzer als Hakons. Danke, Vognir. Brechen wir auf, noch einen halben Tag bis Wetterfall, wenn wir Glück haben. Lager. Im Lager verwaltest du deine Karawane. Du kannst auf Reisen jederzeit das Lager betreten, indem du in der Reiseanzeige auf die Schaltfläche Lager klickst. Im Lager und in Städten kannst du im Heldenzelt deine Verbündeten verbessern und Gegenstände anlegen. Du kannst Zeit vergehen lassen, indem du das Rastzelt verwendest. Durch Rasten erhöht sich die Moral der Karawane. Hohe Moral reduziert die Verluste und stärkt die Willenskraft im Kampf. An jedem Tag werden Vorräte verbraucht. Raste daher nur, wenn es notwendig ist. Okay. Im Übungszelt kannst du Charaktere in Scheingefechten ausprobieren. Okay. Das Heldenzelt. Verletzungen. Mindestens eine deiner Einheiten ist verletzt. Verletzte Einheiten können kämpfen, erhalten jedoch einen Stärkeabzug in Höhe der Anzahl der Tage, die sie schon verwundet sind. Sie genesen im Laufe der Zeit. Der arme Gunulf. Wirbelwind. Wow, Stufe 3 trifft bis zu 4 Gegner. Cool. Kann den guten Gunulf befördern. Mal schauen. Beförderung. Die größten Krieger auf dem Kampfplatz sind die, welche ihre erste Kämpfe überleben und sich aufmachen, um zur Legende zu werden. Werte erhöhen, Gegenstandsstufe erhöhen, okay. Ja, ich möchte eine Beförderung für 5 Ansehenspunkte. Auch noch zwei, was sind das? Gunulf, achso. Als Ubin der Steuerntreiber des Walskönigs wurde, erhielt er ein Gefolge von Leibwächtern, die beim Transport des in Braun eingezogenen Goldes helfen sollten. Okay. Vielleicht lese ich es auch falsch, aber ich lese da Braun. Gunulf ist der einzige aus der ursprünglichen Gruppe, der noch lebt. Und das aus gutem Grund. Dann würde ich sagen, mehr Lebenspunkte und, was ist denn das da? Und das da? Ja, ich hätte schon gerne Info, was das ist. Okay, machen wir das da einfach hoch. Halt, Moment. Heißt das, ich kann das maximal bis 18 verbessern? Ludin ist ein Speermeister, schön für ihn. Ach, die Infos von den anderen werden wir uns mal in den nächsten Folgen anschauen.
Jetzt interessiert mich eigentlich viel mehr, wie die Geschichte weitergeht. Was war das jetzt gerade? Ach verdammt, das ist das Rastzelt. Ach so, Rast, ja, steht es gerade. Training. Und was ist das? Ach, jetzt geht die Reise weiter. Weatherfell. Even the name means bad weather, where frozen wind sweeps in from the bay. They tend livestock, but most are just men driven from strand with nowhere else to go. Why else would anyone stay? We won't stop long. Der Text ging jetzt überraschend schnell vorbei. Oh Gott, irgendwas passiert. Bauer. Bei Hatre Bock. Das sind aber viele Walfänger, ein paar Fehler. Was? Ich habe Strand vor ein paar Tagen wegen der Rinder benachrichtigt. Mit einer Armee habe ich nicht gerechnet. Er sieht zufrieden mit sich aus, bis ihm klar wird, dass ihr nicht seinetwegen hier seid. Wo sind eure Rinder denn hin? Weiß ich nicht. Meine Jungs haben Männer gesehen, die sie oben in den Hügel versteckt schleppen. Gibt nicht viele Männer, die ohne weiteres ganze Rinder tragen können. Sind hier draußen vielleicht Skalfinge? Lassen sie womöglich Wahl für sich arbeiten. Nach den Aussagen des Statthalters ist das unwahrscheinlich. Ich sehe mich mal um und sorge dafür, dass das Lager aufgebaut wird. Der Bauer spuckt aus. Sein Blick zuckt nervös hin und her, während die Karawane ihre Zelte aufbaut. Wir sind nur einen Tag lang hier. Er bekommt Silber für euer Essen. Für 100 Wahl? Ist das dein Ernst? Es sind eigentlich 300. Du sagst, dass du zu verkaufen bereit bist. Du wollt hierbleiben? Der Platz langt nicht mal für eine Handvoll Jäger. Erst recht nicht für Hunderte von... Sei still! Hört ihr? Sei still! Hört ihr? Wo ist Lodin? Die Geräusche sind leise. Es klingt nach Kampf und noch etwas. Hakon rennt los! Wie kann es passieren, dass der Prinz der Menschen sich von fast, also von über 300 Wahl entfernen kann, ohne dass es auch nur einer mitbekommt? Es ist gelinde gesagt ein bisschen peinlich und das wird wieder eine Folge mit übernehmen. Oh Moment, da stimmt etwas nicht. Das ist ein toter Wal. Das sind keine einfachen Banditen. Wenn du auf einem beliebigen Feld A drückst, wird automatisch ein Pfad erstellt. Du kannst aber auch Wegpunkte setzen. Drücke X, um hier einen Wegpunkt zu setzen. Ah, okay, da kann ich bestimmte Felder vermeiden. Nicht schlecht. Speerträger können diagonal und bis zu zwei Felder weit entfernt angreifen. Drücke auf Steuerkreuz oben, um deine Werte mit denen des Feindes zu vergleichen. Oh. Okay. Ziele mit Elena für einen Angriff auf diesen Feind. Ja. Die Rüstung blockiert Angriffe auf die Stärke. Für jeden Punkt, um den die gegnerische Rüstung deine Stärke übersteigt, besteht eine Chance von 10%, dass der Angriff abgelenkt wird. Beachte, dass die Trefferchance über der Angriffsschaltfläche angezeigt wird. Greif diesen Gegner an. Okay. Abgelenkt. Abgelenkte Angriffe bewirken keinen Schaden. Ab jetzt wirst du schrecklich versagen, wenn du die Rüstung nicht zerstörst. Es ist gleichermaßen wichtig, die Stärke und die Rüstung zu greifen. What the fuck? Alle haben die Dinger Power. Das sind doch keine einfachen Menschen, das sind doch auch Wale, oder? Kann das sein? Trennender Schlag. 100% zu treffen plus 1 Stärke und Rüstungsschaden am Ziel. Die anderen sind nicht so stark wie er. Aber stark genug, wenn ich ehrlich bin. Schlag.
Schmerzbrüder. Rüstungsschaden, schade, ich komme nicht dran. Das sind Hüter! Sind Wüter. Moment mal, ist der Kerl nicht eigentlich schwer verwundet? So, nochmal ein brennender Schlag. Das ist natürlich die große Frage, was sind eigentlich Schmetter? Schmetter. Ja, wie gesagt, was sind eigentlich? Wüter. Weil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die sind. Die einen sind so groß wie Menschen, die anderen so groß wie die Wahl. Was macht der da? Was macht dieser Kerl? Hat mir nicht gefallen, das weiß ich jetzt schon. Ja, greif mich ruhig an. Ich glaube, ich ja, unterbrechen einfach mal. Normaler Angriff. Erstmal die Rüstung deppert. Was will der jetzt mit seinem Spielzeugvibrator? Machen wir mal die Rüstung noch ein bisschen gut. Ach, Moment, da ruft Hilfe, diese Sau. Die feige Sau. So, wenn der Gegner in der Schlacht fällt, wird dein Horn einen Willenstein hinzugefügt. Ah, okay, wenn ich es benutze, erhält er aktive verbündete Willenspunkte. Das ist gut. Schildmeister. Ja, der einzige, den ich mit Wirbel treffe, sind meine eigenen Leute. Ja. Mist. Sagt wieder eine Folge in Überlänge. Ah, seht, so kann ich angreifen, ohne mich zu bewegen. Toll, jetzt weiß ich's. Kriegsmeister. Gehen alle nur auf den armen Gunnulfluss. Oh, ich kann meine eigenen Leute verwunden. Gut zu wissen.
Gut zu wissen. War eigentlich schlecht. Eigentlich ja schlecht. Ach, das schaffe ich. Da brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Ja, ich komme mit der Steuerung noch nicht so ganz zurecht. Da liegt schon ein Toter. Ach, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Naja. Jetzt ist es passiert, jetzt muss ich damit leben. So, Kollege, erstmal deine Rüstung und dann du. Aber der wird ja jetzt. Ach nein, schau mal da. Oh, oh, kannst mir keinen Schaden mehr machen. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Komm schon, beende es. Also die Differenz zwischen Rüstungspunkten und Stärke entscheidet über den Schaden. Gut zu wissen. Das Spiel soll harte moralische Entscheidungen haben. Bisher habe ich es noch nicht gemerkt. Ja. Willst du unbedingt sterben, Ludin? Was machst du denn? Ich habe versucht. Ich wollte einen Schuss zwischen die Platten landen. Hast du noch nie einen Wüter gesehen, Junge? Welcher Idiot würde zerstöre zuerst ihre Rüstung? Wo sind die hergekommen? Wir haben sie nicht kommen gesehen. Sie waren plötzlich da. Hakon geht zu Woknir, der mit dem Gesicht nach unten liegt. Der zukünftige Wahlkönig rührt sich nicht mehr. Eine Blutlache breitet sich aus. Ja, verdammt. Woknir ist tot. Oh, verdammt. Ach ja, wir spielen hier aus der Sicht von mehreren Charakteren. Stimmt ja. Oh, das sind wieder die Güter. So, wisst ihr was? Oh, nein. Ich habe jetzt gehofft, ich könnte ja eine Pause machen, aber nein. Ach Mann. Oder? Doch, es geht. Also Leute, es war eine sehr lange Folge. Ich versuch's mit den 20 Minuten, aber ja, ich gehe halt ungern mitten aus dem Kampf raus. Ich konnte jetzt auch nicht ahnen, dass das so ein komplizierter Kampf wird. Das war gerade mal der Anfang. Oh je. Yeah.
mit der Banner-Saga habe ich mir ja wirklich was aufgehalst. Ich hoffe, ihr seid wenigstens mit dabei, wenn ich mitleide. Für euch. For you leidet für euch. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns. Bis dann, Leute.